Moin Leute, Montag der 15. Juni. Ich bin jetzt beim Wendle. Heute ist nicht mehr geworden. Wir haben ja Samstag aufgehört mit dem Vlog, wo wir angefangen haben mit Fressen reinrollen, hatten wir ja gepresst und da hat es ja regnet. Und wir hatten dann von Samstag um 2 Uhr war das bis Sonntagvormittag hatten wir Regen. Wir hatten insgesamt, also Samstagnachmittag 4-mal Gewitter, in der Nacht zum Samstag bis Sonntag immer Gewitter. War alles nicht schlimm, war alles im Rahmen und dann Sonntagvormittag hatten wir noch ein bisschen Regen normal und da waren wir dann im ganzen Sonntagmittag bei 35 Liter Regen und an sich super, brauchen wir auch, das Heu war natürlich Mist, aber die melden jetzt Donnerstag das erste Mal wieder Regen, da sind 0,5 Liter dran und Freitag 1 Liter. Ich werde das jetzt die Woche beobachten, wie das ist mit dem Wetter, wenn wir das jetzt schaffen, bis dahin trocken zu kriegen, kurz Heu, ansonsten werden wir das wahrscheinlich doch Silo machen müssen. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich bin jetzt am Wenden. Ja, wie gesagt, es wäre aber nicht alles gegangen, muss man gleich mal sagen, Samstag. Denn selbst wenn es bis Abend ausgehalten hätte, wir hätten bloß einen Teil ernten können, weil es einfach eben zu bloß dicke lag oder am Schattenrand irgendwo war. Dort funktioniert das. Hat das vorher noch nicht trocken, hätten wir bis Sonntag gebraucht auf alle Fälle. Ja. Doch, so sieht es jetzt aus. Kommt eben die nass unten runter raus. Wir haben gestern gar nichts gemacht. Wie gesagt, gestern hat es ja bis Mittag geregnet und dann musste es erst mal so abziehen. Heute früh war wieder mächtig Stau erstmal. Ja, wie gesagt, so sieht es erstmal nicht ganz schlecht aus. So, jetzt ist es ja schon wieder schön. Wie gesagt, du jetzt erst mal wenden, die ganze Sache. Den Rand haben wir hier stehen lassen, da hier der Mistplatz mal war und hier nachgesät ist und da sind die Weidelgräser mit drin und das trocknet extrem schlecht oder trocknet, aber braucht länger. Das holen wir mal als Frischfutter die Ecke mit weg, dann die nächsten Tage erst muss ich die Luzerne eben noch fertigstellen, dann geht es hier ran. So ist der Plan. Und wie gesagt, ich wende jetzt erstmal, ich melde mich dann später, bis dahin. So Leute, nachmittags. Ich bin jetzt gerade wieder dabei nochmal zu wenden. Ich habe jetzt angefangen mit der ersten Wiese. Ich werde mit euch mal gucken. Also sag ich mal, du hast eben hier, hier gerade, weil es hier dicker liegt, die Wiese, deswegen mal gucken wir hier nochmal. Also hier, das ist noch wieder nass, klamm, aber so ist es schon wieder ganz gut abgezogen, sag ich mal, gerade wo es hier so ein bisschen dünner liegt. Das Fest, also es ist noch nicht so, dass du es pressen kannst, aber es ist schon ganz gut abgezogen wieder. Hier, man hört so, das raschelt schon wieder gut. Und dort, wo es eben mal hier so ein bisschen dicker liegt, das ist meistens innen drin noch ein bisschen nass. Aber dafür, dass wir wie gesagt am Wochenende 35 Liter hatten und heute früh war wirklich viel Tau dadurch noch. Na, lassen wir was Grünes wieder noch. Ist das wirklich gut abgezogen, das passt. Also bin ich zuversichtlich, dass wir das trocken reinbringen. Ich meine, die super Qualität, wie es erst vor dem Regen hatte, die haben wir natürlich nicht mehr. Das ist klar. Aber wird trotzdem noch halbwegs anständiges Heu, denke ich mal. Und ja, da denke ich mal, also wenn es jetzt vom Wetter her so bleibt, ein bisschen Wind und Sonne, könnten wir das gleich eventuell Mittwoch pressen schon. Denke ich mal sehen. Aber wie gesagt, deswegen zweimal wenden, also heute auf alle Fälle zweimal, dass das Nasse erstmal rauskommt, dass das nicht anfängt zu wandern oder zu stinken sogar. Das ist wichtig, aber wie gesagt, das sieht da jetzt schon gut aus. So, ich mache erstmal weiter, bis später. We'll be right back.
So Leute, wie gesagt, heute Vormittag war hier der Wenden, habt ihr ja gesehen. Und wir sind jetzt, also ich habe jetzt angefangen mit Schwaden. Ich habe jetzt auf der ersten Wiese habe ich einen Rand liegen lassen, weil dort ist der Schatten, der ist heute noch nie ganz trocken. Aber so ist es wirklich gut abgetrocknet schon. Und da das wirklich, wie gesagt, super abtrocknet ist, das kann eigentlich, wenn man eine halbe ein bisschen vielleicht noch ein bisschen feucht ist, aber so, das merken jetzt die Variante im Schwaden selber jetzt zusammen. Und jetzt ist es halb drei, ich habe da noch 1, 2, 3, 4 Wiesen noch. Und lass das dann liegen, macht dann erstmal Stall und macht dann so gegen um 6 los, dass es jetzt im Schwaden noch ein bisschen trocknen kann. So ist der Plan, dass es im Schwaden noch ein bisschen lüften kann. Dann wenn man ist, dann mit dem Schwaden auch nochmal einen Halmerzug, den du mit dem Männer näher erwischt hast. Und ja, wie gesagt, wenn du richtig scheißes Wetter hast, das machen wir das sonst öfter, wenn das davor der Schwad ist und ich presse gleich mit der Presse hinterher. Aber so, lassen wir sie eben noch ein bisschen im Schwaden trocknen. Von der Masse her, ja, das passt. Wie gesagt, also Heu sieht größtenteils gut aus, muss ich sagen. So wie es bis jetzt aussieht, sind ein paar schöne ordentliche Schwaden hier da. Dass ich mal hoffe, dass wir unser Heu, das wir brauchen, zusammenkriegen. Also bis jetzt denke ich mal, also wir haben gerade mal angefangen, wir haben ein paar kleine Ecken gemacht, jetzt kommt noch größtenteils. Aber ja, wie gesagt, die beiden Möhren, die Wiese, dort wird nicht viel werden, das war ja abzusehen, aber so passt das schon. Und wie gesagt, jetzt Sonne kommt was ein bisschen bewölkt, jetzt ist mal wieder Sonne draußen. Und so auch der Ziel, dass wir den Schwaden noch ein bisschen abziehen. Und heute Abend pressen und dann morgen, ich schätze, sie werden noch ein, zwei Schattenränder noch bleiben auf der anderen Wiese auch noch. Das wird dann morgen nochmal durchgewählt, morgen Vormittag. Und dann denke ich mal dasselbe Spiel nachmittag, dann irgendwie nachmittags zusammenschalten und dann zum Abend zu. Weil dort meistens die Schattenecken erst dann, wenn es dann noch rum ist, abends dann erst dort richtig Sonne hinkommt. Deswegen ist immer die Variante bei manchen Ecken sowieso die ganze Jahre schon wegen Schattenecken. Aber soweit passt das. So, ich fahr da hoch. Kommen wir hier am Ringel. Dort hier vielleicht in kleinen Ecken launcht das Lenksystem, ne, weil du ja die dreimal hin und her jetzt sind. Da brauche ich kein Lenksystem dazu. Wie gesagt, bei den größeren Flächen launcht das schon, wo du dann eine zweite Spur fährst. Hier, wie gesagt, auf den kleinen Ecken ist für mich das nicht lohnenswert. Da kannst du eben auch mal so von einer zur anderen fahren. So, ich wollte jetzt so weitermachen. Ich würde euch dann die Kamera nochmal mit hinlämmen beim Schwaden, vom Schwaden noch was aufnehmen und dann denke ich mal, wenn nicht dazwischen kommt, sehr gut uns heute zum Abend zu dann beim Pressen, also später auch. So Leute, es läuft jetzt nach dem Stall, jetzt ist es 6:45. Eine kleine Ecke habe ich jetzt schon, ich bin eben auf der zweiten Wiese jetzt gepressen. Wir sind jetzt mit den drei von Samstag gepresst, jetzt im Ganzen schon bei 12 Rollen. Und soweit gut abgetrocknet, muss ich sagen. Wie gesagt, das war gut, die Sonne war die ganze Zeit da. Da könnt ihr das noch schön im Schwaden jetzt abziehen. Wie gesagt, manchmal hast du eben dünnen Schwaden, ich hatte hier dort hinten auf der Ecke heute stand, hier da war es richtig jetzt wurde. Aber dort hinten ist es ein bisschen nass auf der Ecke. Und aber so läuft es erstmal. Man erkennt was für die Störung. Aber so ist es gut abgetrocknet ist heute, das war die Scheidung war gut. Das noch liegen zu lassen, eben jetzt im Schwaden, weil da könnte es eben im Schwaden noch ein bisschen trocknen.
wichtig. Immer ein bisschen, dass ihr ein bisschen was seht. Ballen raus. Restdruck ist auf 120 bar gestellt und auf 1,30 Meter sind die Größe eingestellt jetzt, die Ballen. Ja, und fahren mit der 45er Eco-Zapfwelle bei 500 Umdrehungen. Zapfwellenumdrehung eben und so 1500 Meter Umdrehung. Sind aber schöne Ballen. Sieht gut aus. Bin ich erstmal zufrieden. Wie gesagt, wir haben jetzt bis auf drei kleine Schattenecken haben wir alles eingespartet heute Nachmittag. Davor waren wir mit dem kleinen Schwader unterwegs, ein paar kleine Ecken machen, wo ich mit dem großen Schwader schwer hinkomme. Jetzt habe ich es. Und ich werde davor heute Nachmittag und dann Stall und jetzt dann Presse angeschnallt und los. Da liegt mir Wurst, das habe ich vorhin mit dem Schwader erwischt, wollte aber rüberfahren, dann fahren wir der Presse schnell nochmal drüber. Und dazu passt erstmal. Ich mache jetzt erstmal weiter, ich nehme dann irgendwie noch was wieder für euch auf mit der Kamera. Und was ihr natürlich dann später mal meldet, ist ein bisschen so. Mal gucken, also bis später erstmal. Mittwoch, der 17. Juni, jetzt gestern wie gesagt gepresst, war soweit ganz gut auch vom Ertrag. Wir haben, es müssten knapp 5 Hektar gewesen sein im Ganzen, die 6 Flächen, die 6 Stücken sozusagen. Und rausgekommen sind, was hatte ich jetzt, glaube ich, 35 gezählt im Ganzen. Also soweit in Ordnung, sag ich mal, von die 5 Hektar 35 Heurollen. Wir hatten ja beim Silo davor 15 Hektar und da waren es 62 Rollen, also schon doch ein anderes Ergebnis. Ich muss auch mal sagen, wenn ich das zu der Zeit gewusst hätte, wo wir Silo gehauen haben, dass wir nach dem Silo auch in Regen kriegen und dass das nur mal wächst, hätte ich wahrscheinlich unter 10 Wochen mit dem Silo gewartet. Aber das war zu der Zeit eben nicht abzusehen, da hätten wir wahrscheinlich dann immer ein bisschen mehr Silo behandelt, aber das weißt du ja vorher immer nicht. Zu der Zeit war ja das immer noch das Problem, dass dort kein Regen in Sicht war. Deswegen, aber wie gesagt, es war stellenweise auch recht, wirklich recht dünnes Heu, stellenweise war es sehr dick dafür, weil dort, wo es nasser war, eben die nassen Stellen, dadurch, dass es trockener war jetzt, die könnten dadurch ideal wachsen. Dadurch aber, sag ich mal so, im Schnitt sind wir dadurch ganz gut gelandet damit jetzt. Da haben wir 35 Rollen Heu von 5 Hektar, das ist in Ordnung. Das können wir mit leben. Und wie es jetzt aussieht, soll es ja nächste Woche dann schön werden. Ich denke mal, da werden wir den Rest dann neu machen. Und dann kommt da wohl wieder nur noch mein Nummer was dazu. Da habe ich schon welche angemeldet, hauen und pressen. Muss ich auf alle Fälle machen. Aber so passt das erstmal. Heute früh war ich noch Vorderrollen erst wieder. Jetzt fahren wir eben die Rollen. Und anschließend müssen wir nochmal die drei Ecken eben aufwenden. Das ist jetzt der Plan erstmal für heute, dass wir eventuell, muss ich mal gucken, zum späten Nachmittag oder wieder abends nach dem Stall, dass wir schon die drei Ecken mal wegbringen. Das wird nochmal anderthalb Rolle sein, eine halbe ist noch in der Presse, also sind wir mal zwei Rollen ungefähr, was wir tatsächlich machen. Aber so passt es erstmal, können wir erstmal zufrieden sein, das erste Heu ist drin, ist von der Qualität auch noch in Ordnung. Das war soweit so.
Reifen. Denn die restlichen Rollen hat der Vater gestern Abend schon, während ich gepresst habe, eben gefroren. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gesagt hätte. Zumindest sind die eben schon zu Hause in der Halle. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal das auf die Ebene und dann fahre ich erstmal wenden. Damit schauen wir mal, wie schnell der erste. So Leute, wie gesagt, jetzt beim Wenden nochmal. Ich bin jetzt mit dem 10-Wender gleich mit dem Akkubus unterwegs. Das ist wirklich nicht viel, aber ich möchte nochmal durchgewendet werden, helfen, dass das dann, dass das heute Nachmittag trocken ist, dass das weg kann. Das ist schon der Plan. Zack, zack. Abfällen, jetzt alles bringe, zack. Schon ganz gut trocken hier. Sieht gut aus. Der Intercept ist vorgestern noch nicht ganz. Ich muss jetzt noch mal heute. Das wird dann heute Nachmittag geht das. Ich muss das dann sein Holz noch mal anlaufen. Sieht gut aus. Ich mache das hier so in der Wand. Dann ist das in der Größe. Dann ist noch mal kann das sein. 50 Meter, eine Wendertrete auf der anderen Wiese. Also, das ist soweit. Leute, wie gesagt, das Heu habe ich ja geholt heute Vormittag und jetzt wird das noch, kommt das in die Halle rein. Das Heu ist eben vom letzten Jahr noch übrig, die Rollen, und wir haben hier, der Vater hat das eben, was er gestern schon geholt hat, das hier reingestapelt, das steht hier. Ja, wie gesagt, ich fahre das jetzt rein, ich werde euch die Kamera noch mit hinstellen, bevor Fragen aufkommen, was das für ein Hänger ist. Das hatte ich ja schon mal vorher schon gesagt, dass bei uns im Dorffest haben und dort sozusagen so ein Rennen mit Einachstraktoren ist. Und da mache ich mit ein paar Kumpels immer mit und da haben wir einen neuen, also ich nicht, aber die Kumpels haben einen neuen Hänger gebaut, weil ich immer keine Zeit habe. Und der steht jetzt bloß, da war jetzt zwischengelochert bei uns hier, erstmal bis der fertig gebaut wird, dann bloß ist das fest. Wie gesagt, Düngerhänger steht noch. Damit ein bisschen Dünger fürs Grünland eben schon wieder. Das, was da ist, was ich letztens geholt hatte, weiß ich nicht, das geholt vor 2 Wochen oder so. Genau, so. Also ich mache erstmal los. Ich schleppe euch die Kamera mit hin.
Leute, wie gesagt, ich schätze, also ich fahre jetzt erstmal noch weiter, ich habe noch ein paar. Und es ist bloß jetzt die Frage mal an die Profis unter euch, ne. Ich tue ja meine Rollen so einstapeln. Es gibt aber welche, die vor, so sag ich mal, hinstellen. Ich habe dort vorhin so mal die erste hingestellt. Ich würde behaupten, da komme ich mit dem Schäfer wahrscheinlich knapp mit der Höhe, die dritte dann drauf zu bringen. Und, aber das könnt ihr mir mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob da einer mal Erfahrung gemacht hat mit beiden Varianten, ob welche Variante besser platzsparender ist, also wenn du die so stapelst oder wenn du die hochstapelst, wo du da mehr einbringst, das weißt du schon noch nicht. Das frage ich mich schon ein paar Jahre immer so, weil ich das bei manchen schon gesehen habe, dass sie das so stapeln. Wir stapeln sie immer so, wir sagen jetzt drei Reihen. Wenn die Reihe hier fertig ist davor, dann machen wir mit dem Accotron 105er eine Reihe oben drauf, weil ich sage, der Schäfer kommt dann näher, aber du hast das Problem durch den Dachbänder, hier kriegst du dann die durchgehende vierte Reihe drauf. Weißt du schon nicht, deswegen, aber wir machen es immer so. Du hast eben noch immer dann so eine Lücke da und da durch die dritte, wenn du die drauf tust. Also, wie gesagt, wer damit schon mal was probiert hat, Erfahrungen gemacht hat, kann ich mir gerne mal in die Kommentare schreiben. So, ich mache jetzt erstmal weiter, bis später. So Leute, ich mache jetzt noch Weidemulchen. Dort sind ja die Herde, die wir rausgeschafft haben jetzt nochmal. Und die andere Herde ist jetzt dort hinten. Die Fläche habe ich jetzt gemulcht, dass die wieder ordentlich ist. Und wenn die das hier abgeknuspert haben, dürfen die dann mit der anderen Herde zusammen. Ich bin bloß nochmal am Wetzen gerade. Das ist jetzt noch nicht schlimm, aber so die ersten Stellen fangen sich eben nur an zu lägen. Weil wir ja nur nicht gespritzt haben, also keine Halmverkürzung, weil es erst zu trocken war. Aber wir haben jetzt auch noch keine Fungizidbehandlung gemacht, weil das Wetter erst nicht so war, aber jetzt ist eben nur feucht warm. Der Vater ist heute schon in der Sommergerste Fungizidbehandlung machen und Wetzen folgt jetzt noch. Man sieht es am Fahnenblatt. Hier noch, also die Spitzen werden, die war jetzt bis vor dem Regen, war das super. Aber die fangen nur an, die Spitzen eben. Und wie gesagt, der ist ja noch nicht fertig, der Wetzen ganz. Also das Fahnenblatt möchte möglichst lange erhalten. Unten drinnen sieht es dann sowieso schon anders aus hier, aber das ist nicht so wichtig hier unten. Das Wichtige ist eben die Oberstblätter, das Fahnenblatt. Dass das ordentlich gesund bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, dass es fängt an, hier gelbe Punkte zu kommen. Kennt man das. Und deswegen muss das jetzt nochmal eine Behandlung kriegen, dass der Wetzen ordentlich wird. Und ja, hier nebenan ist der Haferner, der sieht soweit auch gut aus. Passt weiter oben das O-Stück, wo es sich ein bisschen anfängt hinzulegen. Aber der sieht auch soweit in Ordnung aus. Wie gesagt, unten blättert es immer ein bisschen, weil auch nicht so viel Licht hinkommt. Aber wichtig ist, dass die obersten Blätter eben gesund sind erstmal. Genau, wir halten vorne nochmal die Kartoffeln und so an, da gucken wir dann dort nochmal schnell. So Leute, ich bin jetzt gerade noch an der Wintergerste eben. Hier fängt eben nur an, die ersten Lagererscheinungen aufzutreten, also viel Unwetter darf nicht mehr kommen. Das Problem ist ja, wie gesagt, kein Halmstabilisator gespritzt, weil es erst zu trocken war. Aber sind wir nicht die Einzigen gewesen, die das nicht gemacht haben. Und ist auch, also dort, wo es sich schlägt, ist es schön dick und fettig gerstet. Da ist noch relativ grün. Stellenweise Ränder und so ist dann schon gelber. Und das ganz große Problem ist, wo haben wir noch Stücke, dass hier klettert das. Also hier und dort ist so, da kommt noch mal was durchgeschoben. Durch den Regen jetzt hat sich wahrscheinlich noch mal was überlegt nachzukommen. Und damit Hauptproblem ist, wir bringen damit eine absolute ungleichmäßige Abreife hin. Das wird wieder absolut chaotisch in der Ernte werden. Dort den richtigen Punkt abzupassen, weil wenn es zu lange war, da wartest, dann knicken die ersten oder recht die ersten Ehren schon ab und fallen runter vor der Ernte. Und der Rest ist noch nicht richtig reif, deswegen müssen wir mal sehen. Du darfst ja mit hier abspritzen die Fläche, mit Totalherbizid kannst du ja dann vor der Ernte, aber erstmal darfst du sowieso eigentlich nicht mehr flächendeckend. Und die mache ich eigentlich auch nicht gerne. Da müssen wir mal sehen, wie es sich entwickelt. Das ist eben recht ungleichmäßig und stellenweise relativ viele Ungräser, die schon zu beobachten, weil die wahrscheinlich vor schon im Herbst nicht gekeimt haben. Vor der Aussaat bei der Bodenbearbeitung. So, aber ja, nicht ungleichmäßig so. Das hat schon ein bisschen verwachsen, aber ist eben doch noch da. Und hier ist eben beim Hofer jetzt die zwei Lagerstellen. Hier ist das Hauptproblem, hier ist so ein Keil, deswegen hier kriegst du das mit dem Düngerstreu nie ganz hundertprozentig hin, dass er entdoppelt wird. Deswegen hat die jetzt auch ein bisschen mehr Dünger gekriegt, die Stelle. Und somit
es wurde die Lagerung vorder durch größer, weil die sozusagen fetter steht, die Ähre ist schwerer und die Wespe beim Hafer. So, wie gesagt, aber die Gerste, die da allzu lange wird, die auch nicht mehr brauchen, denke ich. Also wir werden, also im Juli nicht mehr, aber an der 1. 2. Juliwoche geht es dann los, denke ich, mit der Gerste. So, und hier hast du wieder so eine Lagerstelle. Also es fängt an. Wie gesagt, viel Unwetter möchte nicht mehr kommen. Das wäre nicht gut. Und hier sind wir in die Rüben jetzt mal. Gucken. Wie gesagt, die größeren Pflanzen vorne sind sie noch ganz ein Stück größer, weil dort mehr Schatten ist, dort sind sie geschützter. Also die müssten mindestens so groß sein. Wie gesagt, das ist ja das Nachgesäte. So, stellenweise, so hast du mal eine Reihe hier so. Warte mal, muss ich mal gucken. Hier so sind fast die Reihe da, aber wie gesagt, das Rest, also wie gesagt, ohne nach sind wir gar nicht gegangen. Doch die Pflanzen kommen jetzt soweit, die Reihen. Das passt soweit. Kartoffeln, die Sorte schlechter, da drüben, die stehen richtig gut da. Der Hafer ist auch ganz gut geworden auf die Vorgewände. Wie gesagt, das wird dann sowieso bis runter gemulcht. Da hat er jetzt mal vor 2 oder 3 Wochen im Vlog einer geschrieben, dass man da ja eine Blühstreifen anlegen könnte. Die Idee fand ich gar nicht ganz schlecht, muss ich sagen. Kannst du eigentlich schon Blühstreifen sehen? Muss ich mal sehen, von nächstes Jahr werde ich mir das mal merken, dass man dort vielleicht schon Blühstreifen anlegt, für die, so was für die Insekten noch tun. Boah, die Idee war gut da. Kommst du aber selber an solche Stellen, denkst du manchmal eben noch nicht dran. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja euch für solche Ideen. Und wie gesagt, hier die Kartoffeln eben nochmal, die anderen. Also die haben es wirklich gut gemacht. Der Regen jetzt von letztes Wochenende, da war wirklich gut. Mache ich schon dazu die Wärme jetzt. Problem war, wir hatten ja im April zwar auch zu wenig Regen, aber wir hatten auch die Nächte zu kalt. Und dadurch ist das schlecht gewachsen eben auch. Da war eben Trockenheit und Kälte. Deswegen ist das auch erst wie losgegangen. Deswegen war der Silo-Ertrag so schlecht. Aber naja, wie gesagt, wir sehen mal. Und es ist eben auch viel zu beobachten, dass die schon solche kurzen Ähren sind hier. Und eigentlich, sage ich mal, wir wollen ja hier, sage ich mal, hier so eine Handbreite, hier so eine lange wollen wir eigentlich haben. Und im Vergleich hier dazu, das ist hier wie bloß die Hälfte, dann seht ihr, das ist wie bloß wie 2 Finger. Die Ähre, das ist eben der Trockenheit geschuldet. Was rauskommt, werden wir dann bei der Ernte sehen, aber doch, die Mega-Ernte wird es nicht, das ist abzusehen, oder dass die Ähren ja zu klein sind. So. Ich mache jetzt die Ziegen noch, die mache ich heute ein bisschen eher, weil ich jetzt dann noch am Lohn Heu pressen muss, haben sich 2 angemeldet und das ist da heute rum. Und Heu habe ich aber gestern ja pressen mitgezeigt, da zeige ich jetzt nichts. Mulchen habe ich auch nicht mitgezeigt, habe ich mir vorhin schon gesagt, weil wir das ist schon oft hier, ne, habe ich glaube nicht gesagt, das ist mir egal. Da haben wir ja schon oft gezeigt, das Mulchen. Und wie gesagt, jetzt Ziegen wir schnell füttern und dann wieder in die Spur und dann sehen wir uns morgen, also bis morgen. Donnerstag, der 18. Juni. Gestern war ich ja wie gesagt Heu noch im Lohn pressen. Hätte aber vergessen zu sagen, also vor heute gestern Nachmittag noch die 3 Schattenecken zusammengeschmadet. Und wo ich vom Lohnpressen wiederkam, habe ich jetzt dann die 3 Ecken noch zusammengepresst. Das waren nochmal 2 Rollen geworden. Also sind es jetzt 37, gestern waren es 35 gemacht. Ne? Ja, glaube ich. Also 37 Rollen von 5 Hektar. Haben wir schon mehr gehabt, aber ist ja nicht ganz schlecht, sage ich mal. Da wollen wir mal ganz zufrieden sein für das Jahr. Ja, mal gucken, was da noch hinten drauf ist, auf die anderen Flächen, die jetzt noch stehen. Und heute Vormittag habe ich für jemanden Erde gefahren mit dem Acker bis zur Zähnlei. Mit der Schaufel mal gleich haben wir das reingepackert und habe ich dann gleich weggefahren. Das war heute Vormittag und jetzt bin ich Nachmittag dann los zum Weidemulchen eben hier. Ich muss ja auch wieder, gestern halt schon dort vorne, heute ist hier noch zum Nachmulchen. Das ist ja hier noch der erste Schnitt, die weiden ja hier hinten noch den ersten Schnitt ab. Und als Vorschläge du mal nochmal abtrennen, halbieren, dass das hier schon wieder nachwachsen kann. Doch das Gefitze hier, das muss ich jetzt mal runter, dass es das wieder ordentlich ist. Ja, wie gesagt, das ist halt meine Nachmittagsaufgabe noch. Ich muss da ein bisschen langsamer fahren, weil das eben so dick ist, dass er das ordentlich abmulcht. Dann frisst er das bloß ab, sonst wird das nicht so schön, aber naja. So geht das schon.
So wie gesagt, mal sehen heute nach heute soll ja eigentlich noch eventuell Regen kommen oder was. Also wie gesagt, Regen wäre schon wieder nicht schlecht. Noch ein bisschen Regen. Mal gucken, also wir reden ja wieder von Gewitter eventuell mit Starkregen und so, das ist wieder, wo es eben die Fahrer wo es hinkommt. Schauen wir mal, lassen uns überraschen, wie gesagt, ein bisschen Regen wird es schon mal wieder nehmen. Trotzdem haben wir jetzt halt mal noch letztes Wochenende schon 4,35 Uhr hatten wir, und wir haben noch mal Regen, dann nehmen wir was. Genau, also ich mache jetzt erstmal weiter und ich schätze mich, ich werde mich da morgen melden. Dann. Also bis morgen dann. Freitag, der 19. Juni. Heute Vormittag war erst wieder im Schlachten gewesen, für den Hofladen verarbeiten. Und dann Nachmittag war heute meine Aufgabe, Ziegenböcke gemistet, den Stall. Das war ja hinten, naja, bis knapp dort ein Stück über das dunkelweiße dort, also war schon ziemlich hoch dort hinten. Hier vorne war es nicht ganz so hoch. Aber die Jungs, dass das mal wieder rauskommt, ja, sagt, das war ein ganzes Stück Arbeit. Das habe ich gemacht, dann habe ich jetzt noch ein Säcke Getreide abgesagt zum Verkaufen wieder, weil jemand was bestellt hat. Und das war mein Nachmittag heute. So wie es jetzt aussieht, wird es wahrscheinlich morgen mit Heu mit Heuhauen losgehen, den Rest noch. Und, aber ich muss erstmal morgen früh noch mal ins Wetter gucken. Die wissen es auch nicht so richtig mit dem Wetter, weil es ändert sich ständig. Und ja, wie gesagt, ich sprang jetzt immer hin und her, früh ist reingeguckt, abends reingeguckt, jedes Mal anders. Und weil jetzt klingt es eben, also die haben jetzt so die ganze Zeit die Prognose wahrscheinlich, dass nächste Woche schön wird, wie es klingt. Und mal sehen. Ja, bei Telefon mit auch wieder. Und das ist wahrscheinlich der Plan, dass wir eben morgen hauen. Aber das werde ich dann im nächsten Vlog mit reinnehmen. Weil ich denke, der Vlog ist ganz schön lang. Und dann soll es das eben für die Woche gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.